Wo führt das Kabel hin? Das verdammte Kabel. Wofür wir die ganze Zeit nur eine Steckdose brauchen. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Freds altes Labor. Ah! Okay, jetzt wo der weg ist. Ich verstehe. So, der Menschenfänger weg ist, können wir hier endlich hier durch. Das blieb uns die ganze Zeit versperrt. Können wir endlich rein. Durch den Eingang. Aber den Jusack. Da leert man den Staubsauger, nehme ich an. Und Staubsauger benutzen? Mäuse aufsaugen? Vielleicht später. Und Verlängerungsschnur, vielleicht kann man die mal benutzen. Und den Generator. Müssen wir nur den Hamster auftauen. Und den Hamster ins Hamsterrad stecken. Tja. Hamster. Können wir den in die Mikrowelle stecken? Bitte nicht nachmachen. Himmel, okay. Ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Schnell rausholen. Und gar gekocht haben. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Nicht machen, liebe Kinder. Das ist ganz böse. Das tut man nicht. Den Hamster mal mehr quälen und den mal. Oh, nasskalte Hamster, den können wir den trocknen. Nein. Eine Trockner hier. Aber den Trockner mit dir. Nein. Nicht? Nein. Tja. Wie kriegen wir denn sonst trocken? Nasskalten Hamster. Trocken und warm. Ja. Vielleicht können wir in Gegenwart noch irgendwie. Tja, also. Was für ein Trockner nehmen? Die waren noch nicht drin. Hier wird immer noch der Diamant verkauft. Ah, wir haben doch jetzt hier genügend Münzen. Boah. Das ist ein Groschen. Ein Massagefingerschlitz. Gefälscht 50er. Für nichts nutze. Nimmt nur Groschen. Natürlich. Der liegt auf dem Boden. Ein Pulli. Ein nasser Pulli, vielleicht können wir den. Ist schon geschlossen. In die Zukunft schicken. In der Zukunft dann mal
Trockner stecken. Das würde nicht reinpassen. Was? Das würde nicht reinpassen. Okay, vielleicht können wir den in den Trockner legen. Dann ist der in der Zukunft da drin. Sie fängt gerne raus damit. Das war im Keller, oder? Wo war der Trockner? Achso, der war hier im Erdgeschoss. Hier entlang. Richtige Schwingtür. Münzen rein. Später am Tag. Wow. Das hat alle Münzen gekostet. Wow. Ja. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Ja. Okay, der Trockner ist fertig. Hamsterpulli. Natürlich wäre er immer noch gleich schwer. Das sollte ihn aufwärmen. Aber nicht trocknen. Knusprig warmer Hamster. Ah, okay. Der muss nicht getrocknet werden, der musste nur warm werden. Okay, jetzt hier ab in den Keller. Kaffee können wir nicht runterspülen. Das wäre ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So rein jetzt hier. Was? Na, sehr toll. Zum Glück haben wir einen Staubsauger. Geht nicht, der ist eingebaut. Super Sauger. Fantastisch. Da meine Hamster im Staubsauger drin. Ein Staubhamster. So, nächster Versuch. Nun? Fantastisch. Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Nummer 2. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Musik klingt Deine aber. Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Aha. Ich bin so froh. Guck mich zurück. Ciao. Happy Hands. Super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Wir können die Maschine da ist er doch. Da ist er doch. Oha. Wir gehen in Zukunft. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Aha. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, warte. Das kann auch nur schief gehen. Wir können nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Wo sind wir jetzt und was mit? Wir sind
Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grüntentakel. Wie war das Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Oha. Endtentakel-Armee, eine rote Tentakel-Armee. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr zehn. Na, sehr toll. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Na, sehr toll. Wir müssen uns an vier Tentakeln vorbeistoßen. Selbst und Schild ist da sehr gut. Passt da sehr gut. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Oha. Ein ich alter Tentakel. Ich habe auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. Ui. Wir sind klein. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Oh je. Wow! Die Wirkung lässt nach. Das ging ja schnell. Aha! Lauft los! Verdammt! Der muss jetzt mal aufladen. Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Und nun? Hüpf mal, Opi. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Wenn er sich hier offen lässt. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Okay, raus hier. Hier rein. Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Das war klar. Hier rein. Oh, hier, Mausloch. Endlich können wir es mal nutzen. Endlich bringt das mal was. Okay, jetzt sind wir hier. Können wir davon irgendwas. Können wir irgendwas mitnehmen? Die Bowlingkugel zum Beispiel. Wir haben eine Bowlingkugel. Wettererobungspläne mitnehmen. Ich will die Welt nicht erobern. Keine Zeit dafür. Zu schwer. Na dann raus hier. Hey! Wo ist der hin? Ist doch wurscht. Ist weg hier. Auf in den Keller. Sofern wir da reinpassen. Oha. Tentakel. Zum Glück haben wir eine Bowlingkugel. Oha. Finales Bowling. Einer steht noch. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Na, das muss ja. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist.
Jep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Oha. Schon wieder klein. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig. Ha! Na toll. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Wir kommen nicht dran. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wir kommen nicht dran. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Dr. Fred steht unter Zwang. Ich habe eh schon gewonnen. Okay, wie kriegen wir den jetzt? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Hebel. Tja, wer hätte das gedacht? Ihr Menschlinge seid so engstirnig. Klingt wohl nix. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Du wärst denn mal mit reden. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Aha, so, das verstehe ich. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, ihn. Sondern nur Dr. Fred. Und rette die Welt. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wir müssen jetzt die Welt retten. In austricksen. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Unbedingt. Das können wir uns nicht leisten. Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Warum zappst du nicht Dr. Fred den... Wenn du ihn so hast. Warum selbst du nicht Dr. Fred, wenn du ihn so hast? Vielleicht macht das ja Spaß. Ah, dann kommt er frei. Sehr schön. Guter Plan. Mist! Ha! Geilste Tafel. Das ist zurückgegangen. Das lief schief. Rede. Sicher. Ach, der hat ja so ein Ding auf dem Kopf. Wartet! Nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Abgeschickt. Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Auf nach Sibirien. Ja. Und dann kommt er wohl nicht mehr zurück. Jetzt haben wir alles wieder rückgängig gemacht. Rest von gestern. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. War da nicht noch was? Epilog. Tja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Addison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Er hat eine Idee. Als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover.
Na, sehr toll. Haben Sie in der Zeitmaschine verfranst. Yep. Fantastisch. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Fast alles. Und schon freigeschätzt mit seiner Ausdauer. Und die amerikanische Flagge weht über dem Land. Ja, wir haben einiges verändert. Und das sind die Credits. Ja, haben wir Day of the Tentacle durchgespielt. Und die erste Flagge verändert. Naja, ich meine, hübsch sieht's aus. Ein schönes Windstings. Das sind nicht diese Winds, die überall wehen. Geweht haben. Ich weiß nicht, ob die immer noch wehen. Ob es nicht inzwischen effektivere Varianten gibt. Das ist eine Socke vorne, was zu spannen. Joa. Das war Day of the Tentacle. Remastered. Life of Dutch. Und später auf YouTube in den Parts. Danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Projekt auf YouTube. Ciao YouTube. LucasArts Entertainment. Wutschwein. Freischaltet. Sieht hier noch was? Nö, na dann würde ich mal sagen, Bonus gibt's hier noch. Konzeptentwürfe, Galerie, Entwicklerkommentar, Konzeptentwürfe. Das Haus. Aha. Mit der Schleim. Müllmann. Okay. Skizzierung von der Vergangenheit. Fantastisch. Hier, das die Klokabine und die Maschine. Joa. Das ist doch ein sehr hübsches Spiel hier gewesen. Das Spiel ist hübsch, aber mein Let's Play ist hübsch gewesen. Hat doch Spaß gemacht. Sieht fantastisch aus. Das Hotel, in dem wir die meiste Zeit verbracht haben. Also die ganze Zeit. Muss ab manchmal in der Zukunft, manchmal in der Vergangenheit. Schrotstiebs hier. Das Ding haben sie auf die andere Seite gepackt, die Kurbel. Nee, das Zimmer von Franklin. Hier die Näherei von der Flagge. Das Pferd und die. Was hier?
Statuen, die gebaut werden. Der Dachboden. Das Dach. Hier der Scherzraum. Die Kantine, die hier wirklich absolut keine Bedeutung hatte. Oder ich habe es nicht gefunden, den Raum. Aha, die verschiedenen Personen von diesem Raum. Okay. Das sind die neuen Versionen für das Remake. Aber früher sah es doch anders aus. Die Pokerhunde. Das Schlafzimmer von dem dicken Typ auf dem Bett. Der Eingangsbereich, wo wir auch stundenlang verbracht haben. Der Tresor. Draußen. Das Auto. Die Dieb haben wir nicht vertrieben. Das wäre mal spannend zu sehen, ob der abgehauen ist, weil irgendwie ja, sind die entkommen. Und wir sind ja weitergegangen. Hier das Zimmer von dem. Sind die am Ende abgereist, also. Tja. Hier das Zimmer von dem Briefmarkensammler. Ein Flur. Hier das alte Zimmer mit dem. Mit der Zeitkapsel. Das ist in der Zukunft. Hier mit der Stationmumie noch drin. Wir haben einige noch. Zukunftshotel. Toilette Seins hier. Mit Hamster am Mikrowelle. Wenn man das vorher schon geguckt hätte, hätte man hier schon eine Lösung gehabt. Anatomie des. Was haben wir denn gebraucht für die Flagge? Das Gefängniszelle hier. Die gingen in der Zukunft. Nee, der Keller mit dem Staubsauger. Die Jubsack fand ich nicht schlecht. Das Humor, der mir gefällt. Die Flagge hier. Der Flaschenzug. Verdammt so. Hier der Staatsdienst in der Zukunft. Man landet. Hier dieser Raum, der hat sich. Gibt es da irgendwie eine Story zu, dass der. Warum der sich in der Zukunft absolut nicht verändert hat? Und nichts passiert ist. Das Labor des Verrückten. Das Hotel der Zukunft. Ah, hier ist Kegel-Dings, das Bowling-Dings. Landschaftsbilder. Okay, wo kommt das her? Gebirge, eine Scheune. Der Riesententakel. Okay, weitere. Das ist das Storyboard, glaube ich. Ah, was das ist aus dem. Das hier sind doch die Sachen aus dem Intro. Spielt ja auf dem Intro. Das Intro ist schon so lange her, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Musik bei, das ist hier das Intro. Okay, dann schafft das Intro der Diamant. Und die Spiegelung haben wir ja gar nicht gesehen. Oder war es doch am Anfang? Ja, am Anfang wahrscheinlich. Ja, die Zeitkapseln. Zu gehen Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Das Pferd. Hier die Gründungsväter. Hier haben wir die Putzfrau von Washington. Das Holzstück. Ach ja. Hier die Gefangenen. Okay, Flucht von Tentakeln. Ein Geheimagenten. Man meint, if we have a book, as your friends for the past, for the years. Der Druck, naja, los Wetter. Wenn er wieder aufsteht. Und sieht er sein Zwitter nicht mehr. Ah, hier das Logo. Die Gestaltung. Und hier der Arme, der sich mit der Scherzpistole erschießen wollte. Hier der Dieb. Zwei Versionen von dem. Lavon.
Eine Zeitkapsel. Negative Animation. Erschreckte Animation. Fantastisch. Mit die Mumie, die gewonnen hat. Ich liebe es. 3D auf die Tentakel und Cover. Coverentwürfe. Wundervoll. Der Tentakel. Startbildschirm-Dings. Ah, hier, das ist durch die Kamera, hier durch den Bildschirm, wie der von den Startbahn sieht. Ein Haus, ein Star Wars Plakat mit den Charakteren. Joa. Na dann. Danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Jetzt wirklich für YouTube. Habt einen tollen Tag. Abo da drinnen. Glaube ich nach oben. Abo da lassen. Glocke aktivieren. Jo. Na dann. Abo da drinnen. Ciao.